Schlagerparadies. Oh yeah, yeah. Hier fühle ich mich wohl. Hallo zusammen, ich begrüße euch mal wieder zum gefilmten Interview. Heute ist Ella endlich mein Gast. Ich freue mich sehr, dass sie endlich den Weg zu uns geschafft hat und dass wir heute gemeinsam sprechen können. Natürlich hat sie was im Gepäck, nämlich eine neue CD, die heißt Sternschwimmer. Mit dem Wichtigsten fangen wir an, nämlich mit der neuen CD Sternschwimmer. Sag, hast du während der Pandemie dran gearbeitet, habe ich gelesen. Genau, also während der Pandemie, eigentlich habe ich 2,5 Jahre gesammelt und Texte gesammelt und meine Reisen gemacht. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ich war in Asien, 44 Tage, das ist auch ein Titel. Genau, das ist auch ein Titel. Da habe ich mir was persönlich einen Traum erfüllt, habe ich mir was gegönnt, war in Sri Lanka und Thailand und Nepal. Und auch Granada, ein Song, den ich geschrieben habe, da hat mich Andalusien inspiriert. Also es sind so Momentaufnahmen aus diesen ganzen letzten 2,5 Jahren dabei. Und ganz, ganz wichtig war mir das Gefühl der Leichtigkeit, also dass die Produktionen schön fluffig klingen, dass die Texte positiv auch die Leute immer wieder ermutigen, Kraft geben, Trost spenden. Ich glaube, ich habe schon auf dem letzten Album so Self-Empowerment-Themen gehabt, also die dich von innen halt stark, Songs, die von innen stark machen sollen. Ja. Und da gibt es auch wieder welche auf dem Album. Ja. Wenn du von diesen Reisen gesprochen hast, warst du während der Pandemie da unterwegs oder war das noch davor? Genau, das war nicht möglich. War ja 2020 habe ich mir meine Reise vorgestellt zu machen und die konnte ich auch noch abschließen, aber es waren genau gefühlt die 44 Tage, bevor die große Pandemie begann. Da hast du Glück gehabt, dass das noch ging. Okay. Ja. Willst du davon erzählen, wo warst du denn da, wenn du sagst, du hast dir deinen Traum erfüllt? Genau, also Asien war an sich immer mal ein Traum, weil das wirklich ein absolut... Aber das ist großes Land, wo warst du denn? Genau, ich war in Sri Lanka, um eine Ayurveda-Kur zu machen, um mir was zu gönnen, um meinen Körper zu entgiften und all das. Und ein bisschen mehr über Doshas zu verstehen, also was vertrag ich besser, laut der indischen Heilkunst. Und habe auch Shirodhara Ölgüsse bekommen. Das heißt, das sind Therapien, wo du über 4-5 Tage einen bestimmten Ölguss an einem Tag bekommst und den dann über Nacht auch drauf lässt. Okay. Und das auch bei 35 Grad in der Nacht unter Moskitonetz beibehältst. Das war schon eine spezielle Erfahrung. Das war nicht alles für die Schönheit, für die innere Schönheit. Ja, für die innere Schönheit. Wenigstens ist der Zusatz da. Ja. So, dann habe ich das erlebt und das wollte ich mir gönnen, das wollte ich meinem Körper gönnen. Und dann bin ich nach Thailand geflogen. Da war ich schon, war schon spürbar Pandemie-Thema. Das heißt, nach Bangkok einzureisen wurde immer schwerlicher und wir mussten uns da durch die Schleusen hindurch und dann auf einmal war Körpertemperatur messen von 1000 Leuten in einer Schlange. So, da merkt man dann auf einmal, man hat es irgendwie mit einem irgendwie Pandemie-Monstrum zu tun auf einmal. Aber die Zeit in Koh Lanta auf der Insel habe ich dann wirklich total genossen und bin dann weiter, um mir einen nächsten Traum zu erfüllen. Das war dann in den Himalaya zu steigen. Nach Kathmandu bin ich geflogen. Habe natürlich da erstmal Kultur mir angeschaut und bin dann sozusagen zum Fuße des Annapurna, um da Tag und Nacht zu wandern. Okay. Auf welcher Höhe warst du da? Also es waren zwischen 2,4 und 4,1. Okay, wow. Das ist schon, hast du gemerkt, das ist schon hast du es mit der Luft gemerkt? Genau, das ist schon spürbar. Ich bin aber froh, dass es nicht so ganz eingemacht ging. Das wollte ich auch nicht. Das war auch nicht so mein Plan. Aber du warst an der frischen Luft. Ich war an der frischen Luft und das tut ja gut. Und da hast du wahrscheinlich auch nichts mit diesem Virus zu tun gehabt. Und das hat die Höhe wahrscheinlich gar nicht erreicht. Nein, das war toll. Und so. Aber es waren viele Regentage dabei. Du kannst den Berg irgendwie nie vorhersehen, was da passiert. Und teilweise sind wir auch richtig ins Schlittern gekommen, bergab, bergauf. Es war schon beschwerlich. Also auch das, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir ein bisschen, das habe ich mir so romantisiert. Aber so die erste richtige Bergsteigerfahrung im Leben für mich natürlich. Weil ich habe das auch das allererste Mal gemacht, mit 8 Kilo einfach los. Und das richtige Equipment zu haben, sich da rein zu fuchsen, war eh schon mal ein Thema. Da habe ich schon gemerkt, okay, ich bin vielleicht gar nicht so ein Crack. Aber im Berg habe ich dann gemerkt, ja, alles klar, ich hätte ja auch erst mal in Österreich anfangen können.
hat was für ein Abenteuerurlaub gehabt, ja. Ja. Also, nee, es war super. Ich hab das wirklich genossen. Und dieses weite Wegsein, das macht wirklich was mit einem. Man kommt anders zurück. Mhm. Und mit diesen ganzen Inspirationen hast du dich dann dran gesetzt und hast gedacht, so, jetzt hau ich hier mal ein Album raus. Und zwar kein schlechtes. Jetzt hau ich ein Album raus, jetzt habe ich auch Bock auf Musik. Da sind Themen entstanden. Das ist ja immer, also für mich, weil ich ja so vom Inhalt komme. Mir reicht es ja nicht, einfach nur einen tollen Beat zu haben und eine schöne Melodie, sondern ich will ja auch was erzählen mit meinen Songs. Ja? Es soll um was gehen. Und ich will dahinter stehen können auf der Bühne. Das gibt mir doch die Kraft für alles. Mhm. Also sammle ich meine Geschichten. Und jetzt ist nun endlich der Moment gekommen, wo diese Pandemie sich einigermaßen irgendwie doch überblicken lässt. Und ich kann auf die Bühne, kann zumindest die Nachholtermine alle spielen, kann auch auf 2023 blicken und sagen, ich kann eine Sternschwimmer-Tournee schon ankündigen. Wir sind dann mittendrin, das mit den Veranstaltern zu klären. Also ab März nächsten Jahres bis Mai nächsten Jahres können wir eine Tournee spielen mit diesen geilen Songs. Da freue ich mich total drauf. Tja, was gibt's eigentlich noch mehr zu sagen? Doch, ich weiß noch was. Was denn? Die Frau hat ja eine super Stimme, das muss man einfach mal sagen. Da ist hier auch ein Titel da drauf, wo ich denke, wow, wo will sie noch hin? In welche Höhen möchte sie noch schwinden? Lass mich mal raten. Träum dich groß, träum dich weit. Ist das schön? Das ist so ein schöner Titel, das darf ich mal so an der Stelle sagen. Dankeschön. Und da holt die Frau also alles, was sie musikalisch drauf hat, auch wirklich raus. Und das findest du nicht? Ich finde... Doch. Also, was die Höhen angeht, das ist schon sensationell. Ich meine, wir kennen dich, wir wissen, dass du gut singen kannst. Aber da hat sie nochmal einen draufgesetzt. Ich hoffe ja, dass dieses Lied irgendwann auch mal ausgekoppelt wird, damit man das öfter hört. Ja, das hoffe ich auch. Braucht den richtigen Moment, ne? Und die richtige Jahreszeit. Ja, vielleicht gegen Herbst hin. Ne? Ja, mal schauen. Also da habe ich schon mal jemanden, der mich in die Richtung berät, weil momentan läuft ein Voting, welche die nächsten Singles sein könnten und so. Das interessiert mich übrigens auch von euch, also wo auch immer ihr das bringt. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das finden würdet, welche sich als Singles eignen. Das ist spannend für mich. Das glaube ich. Ich glaube auch, dass man irgendwann auch so ein bisschen betriebsblind wird, ne? Wenn sowieso. Man seinen Teil da immer und immer wieder begutachtet. Genau, aber das Interessante ist, ich höre momentan selber mein eigenes Album. Morgens, wenn ich mich so frisch mache oder irgendwie Tee trinke, liebe ich es, das Album zu hören, weil das irgendwie so eine magische Woche ist, weil das alle gerade entdecken. Mhm. Und zeitgleich läuft in irgendeinem Wohnzimmer oder in irgendeinem Bad meine Musik. Und das ist einfach, ist ein geiler Moment. Schön. Also ich freue mich, dass du heute unser Gast hier bist. Wir machen gleich noch weiter. Es geht ja noch ein Live-Interview gleich hier bei uns. Mhm. Und wir haben noch ganz viele andere Dinge vorbereitet. Das machen wir alles dann anschließend noch nach dem Live-Interview. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, dass du uns hier besuchst bei Radio Schlagerparadies und dass wir dieses schöne kleine Interview machen könnten. Sollen wir Tschüss sagen an der Stelle? Ja, wir sagen Ihr Tschüss. Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Schlagerparadies. Oh yeah, yeah. Hier fühle ich mich wohl.